Und dann Moinsen zu dem, ja, für mich lang ersehnten, fast, vielleicht auch für manche von euch, weil für mich war von Beginn an klar, als ich das erste Video gemacht habe, dass das zweite jetzt auch folgt. Die Reaction auf meine Saisonprognose. Wir gehen jetzt hier den Club für Club durch. Ich habe die Clubs einen Ticken enger zusammengeschnitten, was den Inhalt angeht, was ich gesagt habe zu jedem Club. Wenn es hier jetzt nicht irgendwie, ja, 50 Minuten geht, sondern hoffentlich einen Ticken kürzer. Und wir starten natürlich rein, dann mit Platz 1 von oben nach unten, wie ich es auch im Prognosevideo gemacht habe. Letzte Saison Triple-Sieger mit einer kranken Champions-League-Saison. Da scheint sich einfach gerade richtig was aufzubauen unter Flick. Ich sehe da auch einfach gerade kein Dortmund, kein Nichts, was irgendwie in den Bayern vorbeikommt. Das Einzige, was ich da sehen würde, ist vielleicht der Vergleich mit Liverpool, dass da vielleicht so ein bisschen Spannungsabfall ist, weil du einfach jetzt alles gewonnen hast. Aber das sehe ich nicht in ganz echter Bundesliga. Da müssen die Bayern auf, keine Ahnung, Sparflamme spielen, 30-40% spielen. Die Liga gewinnen sie trotzdem, Champions-League zu verteidigen. Das wird ein hartes Ding. Ja, würde sagen, der Bayern-Tipp war gut. Also natürlich, ne? Das natürlich auf Nummer 1 war jetzt nichts Besonderes, aber inhaltlich war, glaube ich, in Ordnung. Hat gepasst und auch tatsächlich einen Liverpool-Call rausgeholt, der auch 100% gestimmt hat. Also die haben sich gerade so irgendwie noch in den Champions League reingerettet am Ende. Klar, Verletzungen, aber der Call war doch schon nicht verkehrt. Und die Bayern haben es ja auch nicht geschafft, die Champions League zu verteidigen. Das ist das Dortmund-Ding. Kader haben sie beibehalten, Bellingham geholt, paar gute Talente geholt, Schanfest verpflichtet. Renier kommt von Madrid ausgeliehen. Auch Klopp nicht verkehrt. Haben ja schon mit dem Hakimi von Madrid wieder ausgeliehen. Das lief eigentlich echt richtig, richtig gut. Jede Saison denkst du irgendwie, ne, haben sie mal Vorsprung, sind mal gut drauf, gut im Flow in der Saison drin und irgendwann choken sie halt komplett rein. Deswegen, wenn es letzten beiden Saisons nicht geschafft haben, warum sollen sie diese Saison schaffen, wo die Bayern noch stärker sind? Tut, die haben keinen zweiten Stürmer hinter Haaland, wird er sich verletzt? Ja, BVB-Call war in Ordnung. Ja, das Reinier-Ding war ein bisschen, ja, keine Ahnung, das war jetzt doch nicht vergleichbar mit Hakimi. So einen Einfluss hat er das auch wieder nicht gehabt, quasi gar keinen gehabt, glaube ich. Ja, Dortmund ist um einen Platz schlechter gewesen und hat sich am Ende auch noch nur durch eine krasse Serie nochmal in Champions League hochgespielt. Also, ich glaube, ein bisschen souveräner habe ich sie vor der Saison schon predicted, so ist nicht gekommen. Um einen Platz waren es am Ende des Tages schlecht, dass ich hier getippt habe, wurden dann ja Dritter. Auch da Kader eigentlich beibehalten, mit Henrichs ganz gut eingeholt von Monaco. Man kann sich hier im Prinzip sowieso nur lächerlich machen, weil wenn ich da jetzt in der nächsten Saison nochmal drauf gucke, wird da eh irgendwo ein massiver Schnitzer drin sein. Die haben einfach niemanden, der Werner ersetzen kann. Leipzig, würde ich auch sagen, ist gar nicht so eine schlechte Prognose gewesen. Vor allem der Werner-Call war gut, weil sie haben einfach nicht perfekt ersetzt bekommen. Und klar, habe ich, was ich auch gesagt habe, ist ja logisch. Prognose wird nicht jeder Platz genau perfekt getippt sein, da wird man sich irgendwo lächerlich machen. Hier noch nicht. Leipzig war ein Platz besser, wurden Zweiter. Da kommen noch andere Geschichten in der Prognose, wo man sich lächerlicher gemacht hat. Nö, die haben eigentlich den Kader mehr oder minder beibehalten. Da ist nicht viel passiert. Keine Ahnung, ich sehe da einfach gerade keinen, der da sonst den vierten Spot nimmt. Hier der erste Krachende. Auch wenn die Prognose vor der Saison, glaube ich, nicht ganz falsch war. Aber ja, Gladbach wurde am Ende des Tages Achter. Gar kein internationaler Wettbewerb. 4 Plätze schlechter, als ich sie getippt habe. War nicht die Saison für Gladbach, vor allem eben nach der Trainerverkündung von Rose nach Dortmund nicht mehr. Komplett die gleiche Tabelle bisher, von 1 bis 5 letzte Saison. Aber da tut der Club vor allem der Havertz weh. Das ist der nächste Club, der für mich in die Champions League noch gehen könnte vom Kader her. Ich sehe es irgendwie auch nicht. Das große Ding hier, wir haben 15.09. Da kann natürlich noch einiges passieren, transfertechnisch bei allen Clubs. Leverkusen würde ich auch sagen, gar nicht so schlecht prognostiziert. Klar, ein Platz schlechter als getippt, aber beides Euroleague so, also passt das eigentlich auch. Am ehesten noch Champions League, habe ich auch gesagt. Ja. Waren ja auch wirklich am Ende der Hinrunde sehr, sehr weit oben noch am Start, sind nur ein bisschen abgefallen dann. Und Havertz, ja, so 100% ersetzt haben sie den Abgang ja auch nicht. Da ist auch wenig passiert auf dem Transfermarkt, was mir irgendwie namentlich oder so, ne, groß was sagen würde. Auch da habe ich hier aufgeschrieben, reicht das fürs internationale Geschäft der Kader? Bei der Kader-Trainer-Kombination ticken sicherer als bei Clubs drunter. Gut, der VfL war dann doch deutlich, deutlich besser als gedacht. Sind nur 2 Plätze, aber halt schon der Unterschied von Europa League-Qualifikation zu Champions League-Qualifikation, die auch nie groß, ne, in Angst gehabt irgendwie. Die waren ja teilweise auch noch vor Dortmund, also sehr, sehr starke Saison. Trainer-Mannschaft-Kombination war ich mir sicherer als bei anderen Clubs. Hat sich so auch bewahrheitet. Muss mal gucken, wie die nächste Saison aussieht, weil Glasner wird ja scheinbar nicht bleiben. Letzter europäischer Spot in Wolfsburg, ich bin mir gar nicht sicher, weil ich glaube, ist der 7. Platz. Qualifiziert er sich nicht für irgendeine Quali, jetzt für irgendeine zweite Euroleague? An Trainer glaube ich, Kader eigentlich auch, aber irgendwie, ich sehe es nicht, dass die groß auf Platz 5 oder Platz 6 landen. Deswegen quasi knapp dahinter mit Potenzial oben reinzurutschen. Einfach weil diese Mannschaft auch mehr Potenzial hat als andere Teams, die noch unter dieser Mannschaft kommen. Es kommt wirklich darauf an, dass sie nach oben noch mehr rankratzen, wenn sie wieder irgendwie einen kranken Lauf haben oder so. Wenn nicht, Frankfurt ist eine Wundertüte. Wenn nicht, dann können die auch weiter nach unten rutschen. Also Frankfurt ist wirklich so ein unsicheres Ding. Gut, Frankfurt, so ein unsicheres Ding ist es nicht die Mega-Prognose gewesen. Fand es lustig, dass ich hier überhaupt noch nicht gerafft habe, dass es die Conference League gibt auf Platz 7. Man merkt, ja, der Stellenwert von der
ja, von dem europäischen Wettbewerb, der ist nicht sonderlich hoch und war es auch noch nie irgendwie bisher. Mal gucken, was er denn bringt am nächsten Saison. Frankfurt natürlich deutlich, deutlich besser gewesen. Zwei Plätze bei mir im Vergleich zur Prognose besser gewesen. Fünfter geworden, aber natürlich sehr, sehr lange auf Champions League Kurs, sehr, sehr lange eben das gehabt, einen Lauf gehabt, gut gespielt, gut funktioniert. Aber hat am Ende dann diesen, ja, Ticken negativeren Lauf auch wieder nach einer Trainerverkündung, als wäre es irgendwie nicht bekannt, dass keine einzige Trainer Verkündung mitten in der Saison jemals irgendwie was gebracht hat vom Gefühl her, außer halt einen negativen Lauf danach. Ja, keine Ahnung. Die hat es noch ein bisschen reingeschissen am Ende dann scheinbar jetzt auch nicht wirklich versöhnliches Ende mit Bobic, Schütter und so weiter und so fort. Und dann auch, ja, trotzdem gut für Frankfurt Euroleague, klar, aber wenn man jetzt so einen hohen Punktevorsprung hat, dann doch ein bisschen schade, weil Champions League war schon auf Kurs. Die haben auch eigentlich an sich nichts abgegeben, haben gar keinen schlechten Kader, haben ja auch gut, ne? Auf jeden Fall jemand, der einfach Kohle in den Verein reinballert. Die können gut was machen auf Transfermarkt, haben sie auch gemacht. Kunja nicht verkehrt, Piatek nicht verkehrt. Dieser Toussaint muss man sehen, aber auch teuer eingekauft. Schwolo geholt, guter Keeper. Labbadia finde ich auch gar keinen schlechten Trainer, aber es ist ein Trainer, der dich maximal in die Euroleague bringt. So böse es klingt, oder? Ne? Ist ja nicht schlecht für Berlin, wenn sie in die Euroleague kommen würden. Es wäre drin, dass die in die Euroleague kommen. Genauso wäre es drin, dass die halt trotz kranken Kader komplett wegfloppen. Das siehst du auch schon, ne? 5-4 verloren gegen Braunschweig. Klar, Pokal soll es nicht so ein großes Ding sein. Nicht in Richtung Abstieg, aber weiter runter. Weil aber die Trainer, der dich an und für sich eigentlich in der Liga hält. Das könnte auch wieder einfach eine graue Maus werden. Ja, bei Berlin gibt es ein bisschen mehr aufzuarbeiten, aber ich bin da auch gar nicht so unzufrieden mit. Gut, 6 Plätze schlechter geworden eines Tages, aber habe ich ja gesagt, dass dieser krasse Kader, den sich durch Windhorst zusammenkaufen konnten, auch nicht unbedingt reinzimmern muss, hat er auch nicht getan. Noch Labbadia angesprochen als Trainer, der ja auch lange nicht mehr Trainer ist von Berlin. Graue Maus-Saison, auch alles andere als das. So ein bisschen Chaos-Club geworden. Und natürlich Prognose dann mit 6 Plätzen schlechter, eben doch am Ende des Tages nicht wirklich gut, wenn man ehrlich ist. Letztes Jahr Sechster geworden, spielt Euroleague. Auch da die Frage, ist der Kader gut genug für internationales Geschäft? Wenn ich mir das noch angeschaut habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dazu noch, ist der Trainer gut genug für internationales Geschäft? Weil ich kann diesen Sebastian Hoeneß überhaupt nicht einschätzen. 3-2 im Elfmeterschießen gegen Chemnitz weitergekommen, nicht wirklich mit Lorbeeren. Hoffenheim auch echt nicht schlecht. Also -2 Plätze ist in Ordnung, würde ich sagen, weil einfach ist sowieso alles Tabellenmittelfeld, also so völlig egal. Ja, und ja, der Trainer war ja auch irgendwann mal, glaube ich, zur Diskussion und ein bisschen unklar. Die hat natürlich dann halt auch einfach extrem viel Pech mit Verletzungen oder vor allem mit Corona-Infektionen, glaube ich, bei Hoffenheim. Deswegen auch die Prognose in Ordnung, wurde Mittelfeldplatz, habe ich auch so getippt, gehe ich in Ordnung mit. Der richtig dicke Dinger hinnehmen musste auf dem Transfermarkt. Auch Waldschmidt weg, ist auch noch Schwolo verloren. Ich habe auch wenig geholt bisher. Es könnte echt eine schwere Saison werden, weil wir einfach jede Saison aufs neue dicke Leute verlieren. Aber eben, sie machen es jede Saison aufs Neue. Das ist nichts Neues für Freiburg. Der Club kriegt es jede Saison aufs Neue hin. Deswegen werden die auch, glaube ich, diesmal wieder nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Runde Saison ohne krasse Höhen, ohne krasse Tiefen. Auch das habe ich fast sogar irgendwie so ein bisschen vergessen, dass sie ja diese dicken Abgänge hatten. Wie gesagt, auch komplett spot on. Beide, ja, Prognose sowie Endtabelle, beide Platz 10. Also die zweite Spot-on-Prediction nach dem Bayern. Ja, gehe ich d'accord mit. Gehe ich völlig in Ordnung mit der Prognose. Freiburg hält sich jedes Mal aufs Neue wieder sehr, sehr stabil da drin. Sehr, sehr überzeugend. Und wie gesagt, auch kein krasses Hoch, kein großes Tief. Am Ende des Spieltags noch eine Mini-Mini-Mini-Chance auf Conference League gehabt, tatsächlich. Wieder die dicken Abgänge aufgefangen, in der Liga geblieben. Freiburg weiterhin top, genauso wie die Prognose. Auch ein Club, der eigentlich jede Saison aufs Neue in Liga 2 Runde getippt wird. In jeder Prognose ist er gefühlt immer irgendwo zwischen 16 und 18 angesiedelt. Philipp Max hättest du verloren, aber sonst eigentlich ganz gute Leute geholt. Udo Kai haben sie jetzt geholt, Strobel ablösefrei, Giekiewicz ablösefrei. Also eigentlich an sich wirklich keine schlechten Transfers. Auch wenn natürlich, ne, Platz 11 heißt natürlich auch nicht, dass sie nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Kann auch sein, dass sie am Ende auf Platz 14 bleiben oder so, aber ich glaube es einfach nicht, dass die noch tiefer runterrutschen. Also der FC Augsburg ist dann doch noch ein Ticken tiefer gerutscht als diesen Platz 11. Jetzt dann -2, also sind 13. geworden. Auch recht gute Prognose, glaube ich. Mussten sich auch noch krass retten am Ende. Klar, also hatten sie, glaube ich, einen Ticken mehr im Abstiegskampf zu tun, als ich es prognostiziert hätte vielleicht. Aber am Ende des Tages halten sie sich auch weiterhin drin. Die Transfers waren auch wirklich top. Von dem her gehe ich auch mit der in Ordnung. -2 finde ich generell völlig in Ordnung, so von der Spanne her. -2, +2, -1 finde ich, glaube ich, wirklich in Ordnung. Absoluter Chaos-Club gerade. Letzte Saison 12. geworden, davor 14. geworden. Worüber du gefühlt in der Presse auch gefühlt nur negatives Zeug liegst. Ne? Die letzte Rückrunde war der helle Wahnsinn. Da ein Trainer immer noch im Amt sein kann, wundere ich mich. Aber gut, wahrscheinlich einfach keine bessere Alternative gefunden. Gefühlt gar keine Kohle.
Das ist, keine Ahnung, es fühlt sich an, ne? Der große Name, Schalke 04 und so, der hilft dir auch nicht großartig weiter, was eine Bundesliga-Platzierung angeht. Das ist so ein Club wie gerade wie wir oder wie der HSV, auch große Namen eigentlich, wo es so ein bisschen anfängt, wie so bei uns diese Phase, so 2010, 2011 oder so und dann 4-5 Jahre drum gebettelt, bis man endlich absteigt, was dann 15-16 bei uns der Fall war. Und dahin entwickelt sich Schalke gerade so ein bisschen, deswegen mit Platz 12. Die letzte Saison, weil ich einfach noch ein paar Clubs drunter sehe, die vielleicht noch ein bisschen mehr Probleme haben könnten als Schalke. Einen Kader angucken und sowas. McKennie verloren, Nübel verloren, Kajuri verloren, Ibisevic geholt. Sonst im Sturm haben sie jetzt auch Pazienza geholt, auch quasi eine halbe Stunde bevor ich angefangen habe zu drehen. Also wirklich mal einen gescheiten Stürmer so vom Gefühl her. Jetzt mal nur Front gegen Burg, Staller und Uth und so weiter da vorne, aber ich weiß nicht. Echt schwierige Kiste, aber würde mich aber auch nicht wundern, wenn Schalke vielleicht mal in die Relegation rutscht oder auf Platz 15 rutscht. Da wird es schon deutlich mehr unten um die Wurst gehen als oben bei Schalke. Aber Schalke wird eine schwierige Saison. Gut, Schalke wird eine schwierige Saison, ist dann doch eine leichte Untertreibung gewesen. Ich bin schon ein bisschen in die Richtung gerudert, dass Schalke es schwer haben wird und langsam den Weg macht wieder HSV und wir und irgendwann darum bettelt abzusteigen. Hab aber, wie gesagt, es sind jetzt 6 Platzierungen schlechter. Sie wurden krachend 18. Historisch schlechte Saison. So hätte ich es natürlich auch nicht getippt. Also die Prognose kannst du dahingehend von der Tabellenplatz her in die Tonne kloppen. Krank, aber gut. Wer hätte es so erwartet, dass sie wirklich im Abstiegskampf stecken? Hätten meisten erwartet, dass sie so dermaßen krachend da reingehen. Ist schon heftig. Auch Trainer angesprochen, hätte man auch schon davor ändern können und so Geschichten. Krank, was bei Schalke abging. Ich glaube, letzte Saison war gar nicht so geplant. Auch da wenig passiert auf dem Transfermarkt. Ein Kilian-Goal von Paderborn, mittelmäßiger Kader. Auch ein Club wie jetzt ähnlich Augsburg, wo man eigentlich immer wieder denkt, die könnten jetzt eigentlich auch mal absteigen. Tun es aber einfach nie. Aber da ist auch wieder alles drin zwischen 11 und 18 so gefühlt. Nicht einfach zu prognostizieren, was hier passiert. Ich werde meinen Spaß haben, darauf reagieren, was ich hier prognostiziert habe. Da ist alles drin zwischen Platz 11 und Platz 18. Hat es dann bei Mainz auch ganz in Ordnung getroffen. Am Ende des Tages nochmal Glück gehabt, dass sie in Mainz dann nochmal ihre kranke Rückrunde gespielt haben. So habe ich sie quasi um einen Platz zu schlecht getippt. Also sind ein Platz besser geworden, plus 1. Aber die waren lange Zeit 17, 18, sogar mal 18, sogar Schalke mal besser. Und dann kommt diese Sensationsrückrunde, also Respekt an Mainz, sich hochgearbeitet, dadurch meiner Prognose geholfen, weil es nur ein Unterschied ist, das ist eine gute Prognose. Und auch so generell, wie gesagt, haben sie wieder drin gehalten. Ich habe es bestimmt einen Ticken lockerer prognostiziert, als es am Ende war für die Mainzer. Aber auch mit dem Tipp gehe ich in Ordnung. Zwei Plätze besser als letzte Saison, in der Relegation irgendwie gerettet. Ich weiß nicht, was ich von Kofeld halten soll. Eigentlich kein verkehrter Trainer. Aber diese Europa-Euphorie ist irgendwie auch so ein bisschen weg. Kann auch sein, dass sie jetzt wieder irgendwo auf 8 oder auf 9 landen. Aber ich sehe es einfach nicht. Dafür hat sich auch ein bisschen zu wenig am Kader getan. Klar, die Mittel sind bei allen gerade ein bisschen klamm. Vor allem da unten bei den Clubs in Corona-Zeiten. Eine Kaufpflicht wahrscheinlich mit drin. Ich glaube 7 Millionen. Also ich weiß nicht, ob das ein Bittencode wirklich wert ist. Die Chonglei von Man United sieht in den ersten Spielen bisher gar nicht mehr so verkehrt aus. Könnte auch so ein Wolfsburg-Move sein, wie jetzt 2 Saisons oder so, wo Wolfsburg 2 Saisons am Stück in die Relegation musste. Könnte ich mir auch bei Bremen vorstellen. Bei Bremen wird es auch, wie bei Schalke und bei Mainz, Orientierung nach unten und nicht Orientierung nach oben. Ja, Orientierung nach unten und nicht Orientierung nach oben hat gestimmt. Am Ende Bremen 3 Ränge schlecht, dass ich getippt habe. Nicht mal Relegationsplatz, sondern direkter Abstieg auf Platz 17 am letzten Spieltag durch eine sehr, sehr beschissene letzte Serie, letzten 10 Spiele. Aber auch die Prognose auch nicht verkehrt. Kader angesprochen, Kofeld angesprochen, die knappe Corona-Lage für viele Clubs angesprochen, für Transferfenster, also gehe ich damit auch in Ordnung, auch wenn ich tatsächlich nicht geglaubt hätte, dass Bremen direkt absteigt. Nochmal so ein Relegationsding, wie gesagt, auch so wie ähnlich wie Wolfsburg, 2 Saisons am Stück Relegation, habe ich mir vorstellen können, dass sie direkt runtergehen, ist schon krass, deswegen dein Tipp natürlich auch nicht optimal. Doch, es ist eine Prognose, aber irgendwo auch einfach nur eine Hoffnung, dass wir nichts mit 16, 17, 18 am Ende des Tages zu tun haben, sondern einfach in der Liga bleiben, koste es, was es wolle. Auch bei uns am Transfermarkt jetzt nichts, weil wir auch natürlich wenig bis gar keine Kohle hatten, aber auch nichts Krasses passiert auf dem Transfermarkt. Haben auch keine krassen Abgänge. Ne? Gomez Karriereende, Bartschuber runtergeschickt in die zweite Mannschaft. Akolo, Donis und Maffeo war klar, dass die alle nicht mehr bei uns irgendwie spielen werden. Sonst den Kader eigentlich beibehalten, auch die Leihspieler geholt. Ne? Dass sie Kobel fest verpflichtet haben, ist extrem wichtig. Stenzel verpflichtet, Endo verpflichtet, Anton auch nochmal für die Defensive. Mafropanos, Laie auch für die Defensive. Das ist eigentlich gar nicht mal, für den Kader gar nicht mal so verkehrt. Mehr ist da auch nicht drin, weil wir einfach nicht die krasse Kohle haben.
um irgendwo richtig dick was zu machen. Haben natürlich jetzt ein bisschen Verletzungspech, aber das zählt auch nur für die ersten 2 bis 4 Spieltage oder sowas. Da tut vor allem ein Gonzales weh, was aber in anderer Sicht vielleicht uns quasi gut tut, weil der jetzt quasi gefühlt bis dann ausfällt, wenn das Transferfenster vorbei ist. Also vielleicht lindert es die Chance, dass er wechselt. Es ist unser Aufstiegskader. Da haben so viele keine Erfahrung in der Bundesliga bisher sammeln können oder vorzuweisen. Verdammt junger Kader, es ist eine absolute Wundertüte. Es könnte explodieren, nach oben gehen im Sinne von wir werden Zehnter oder sowas, jetzt nicht in Richtung Europa oder so ein Scheiß. Es könnte richtig gut funktionieren, junge Wilde und so weiter. Oder es klappt halt wie viele Saisons bisher beim VfB erstmal nicht und wir steigen wieder ab. Die Hoffnung, dass einfach zumindest mal 3 Teams noch unter uns sind und wir Liga halten und dann erstmal Ruhe ist, einfach drin bleiben. Ja, und bei unserem VfB sieht man, habe ich auch schon einfach gesagt, schon auf die Prognose, da wusste ich, dass ich uns auf Platz 15 getippt habe. Da war so Unklarheit nach der Rückrunde, nach dem schwierigen Aufstieg in die erste Liga. War sehr, sehr unklar für mich, wohin der Weg führt. Steigst direkt wieder ab. Deswegen einfach getippt, bleib bitte Hauptsache drin, weil es war der zweite Liga-Kader und du konntest nicht. Ich hab's gesagt, gut, Wundertüte, aber ja, damit auch ein bisschen einfach gemacht mit manchen Begriffen hier in der Prognose auch und manchen Einschätzungen, bin ich auch ganz ehrlich, die halt recht allgemein zu werten sind dann am Ende. Dass das Team so abgeht und so eine Saison spielt. Hier sieht man es auch, sie waren plus 6, 6 Plätze besser, Platz 9 am Ende, mit tatsächlich auch noch der Mini-Chance am letzten Spieltag auf Platz 7. Wahnsinn. Wahnsinn, hätte ich nicht so predicted. Was ich auch geändert hatte, war noch Verletzungspech. Verletzungspech gilt nur für die ersten paar Spieltage, war am Ende des Tages ja nicht so. Da kamen noch einige Spieltage für einige wichtige Stammspieler oben drauf am Ende des Tages. Deswegen Prognose da natürlich nicht wirklich optimal. War auch sehr unklar für mich, wo geht der Weg hin. Dass das so krass wurde, hätte ich nicht getippt. Sehr, sehr geil. Wir haben jetzt diese zweite Saison nach dem Aufstieg. Und die tut richtig weh. Gieke wird's verloren. Torwart-Situation finde ich auch ein bisschen schwierig. Da ist, glaube ich, gerade der Lute dann von Augsburg gekommen. Eigentlich an sich namentlich gar nicht verkehrt, der ablösefreie Transfers. Kruse, Knoche. Man weiß aber auch nicht genau, was jetzt zum Beispiel um Kruse, wie krass der jetzt wirklich noch ist. Schlotterbeck-Leihe von Freiburg kommt er, glaube ich. Also durch die Transfers könnte das für den Klassenerhalt reichen. Andersen, der quasi Top-Stürmer von Union Berlin, meines Wissens nach, zu Köln wechselt, nachdem Cordoba nach Berlin wechselt. Ein weiterer dicker Verlust. Transferfenster hat noch lange genug offen. Den können sie auch nochmal kompensieren. Die ist einfach nicht, dass die wieder irgendwie so eine krass solide Saison spielen, wieder auf Platz 11 kommen. Kann natürlich auch ganz anders sein, ne? Und hier auf Platz 16, dann dürfen die nochmal in die Relegation ran, diesmal aus Sicht von einem Erstligisten in die Relegation reingehen. Auch Wundertüte. Ja, bei Union muss ich mal dermaßen die Hand heben und sagen, gut, das Thema auch so ein bisschen Schadenfreude von wegen, mach doch selber auch mal eine scheiß Relegation nochmal durch. Das spielt da immer noch ein bisschen mit rein, auch bei der Prediction halt komplett in die Hose gegangen. Also plus 9, sie spielen nächste Saison, sollten sich in der Qualifikationsrunde durchsetzen, international in der Conference League. Wahnsinns-Saison, hätte ich so im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht, dass sie sich auch in der zweiten Saison noch im Aufstieg so dermaßen gut halten. Hat so in dem Video noch ein bisschen, habe ich hier nicht mit drin, aber ein bisschen länger ausgearbeitet und erzählt quasi, wie oft es passiert, dass eben ein Aufsteiger in der zweiten Saison auch im Aufstieg wieder runtergeht, wenn nicht sogar beide. Deswegen legitim, aber am Ende des Tages natürlich komplett falsch, die Prognose. Und krasse Union, mal gucken, was nächste Saison abgeht mit möglicher Dreifachbelastung in die dritte Saison nach dem Aufstieg. Alles dann sehr, sehr interessant zu beobachten. Auch da die verfluchte zweite Saison nach dem Aufstieg, letzte Saison 14. geworden. Da sah es gefühlt auch schon nach ein paar Spieltagen so aus, als würden sie wieder mal krachend runtergehen, wie in dieser Saison, wo sie 18. wurden. Da hat der Gisdol ein bisschen Aufwind gebracht und dann in der Corona-Phase wurden sie auch wieder ein bisschen schlechter. Eigentlich ist der Gisdol einer, der ihn in der Liga hält, so ein bisschen als Feuerwehrmann holen kannst, so am Ende der Saison, der schon viele gerettet hat, so jetzt wie Hamburg, Hoffenheim und sowas. Aber der Kader ist es einfach nicht für mich, der ist es einfach nicht. Jetzt, wie gesagt, Cordoba auch noch weg nach Berlin, Zieler geholt, geliehen, sonst ist auch wenig passiert auf dem Transfermarkt, viel Geld werden die auch nicht haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es der Club ist, der beiden dann in der zweiten Saison nach dem Aufstieg wieder runtergeht. Da muss ich sagen, Köln finde ich extrem legitim, den Tipp. Am Ende des Tages ein Platz besser, Abstieg aber immer noch nicht abgemacht. Ne? Also zum Zeitpunkt, wo ich es hier aufnehme, ist noch keins der beiden Relegationsspiele gelaufen. Mal gucken. Deswegen ist der Abstieg so gesehen noch möglich und mein Tipp quasi so gesehen auch noch möglich, halt über die Relegation, nicht über Platz 17. Kader angesprochen, Gisdol angesprochen, war alles andere als gute Saison für Köln. Sich auch gerade so auf 6 noch gerade am letzten Spieltag. Deswegen legitimer Tipp und mal gucken. Nicht einfach gegen Kiel, mal schauen, was sich da im Relegationsspiel durchsetzt.
Da ist nicht großartig was passiert, vor allem nichts passiert, was ich irgendwie, wo ich irgendwie namentlich sagen würde, wow, was ein Transfer. Aufsteiger, müssen erstmal kleinere Brötchen gebacken werden. Auch da, der Kader, ich weiß nicht, ziemliches Überraschungsei, weil da gefühlt, glaube ich, gar keiner günstige Erfahrung hat. Und vor allem das Ding ist mit ihren Stürmern vorne. Der Vogelsammer und Klos können für mich halt einfach, der könnte einfach so ein zweiter Terodde werden. Quasi einfach ein zweitiger Stürmer ist und dann die Buden macht und jetzt in der Saison für Bielefeld 5 Kisten macht und mehr nicht. Und das ist ja eigentlich so quasi ihre Hoffnung im Sturm, so wie ich das sehe, dass auch der Klos weit in der ersten Liga trifft. Kann auch sein, das ist natürlich absolut legendäre Aktion, wenn der Zweite dann einfach ohne Bundesliga weiterhin voll einnetzt, muss ich leider unsere Mitaufsteiger Bielefeld da gerade auf Platz 18 tippen. Und dann hätten wir auch ein paar Clubs, die jetzt aus meiner VfB-Sicht gesehen unter uns sind, auch im Pokal direkt erst Runden aus gegen Rot-Weiß Essen. Da spricht für mich gerade einiges dafür, dass Bielefeld vielleicht noch am ehesten länger unten auf 17 und 18 verharrt. Und auch hier zum Abschluss, auch wenn es am Ende des Tages natürlich falsch war mit Bielefeld auf dem letzten Platz, auch legitim vor der Saison, glaube ich, die meisten hätten sie da mit runtergetippt. Vom Kader her, von ja, Budget her und so weiter. Und ich glaube auch meine Close Prediction müsste relativ genau on point sein. Ich glaube die 5 Tore, waren es 5, waren es 6, waren es 4. Auf jeden Fall müsste ich auch recht genau sein am Ende des Tages. Rein von Toren her nicht den Effekt gebracht. Wie gesagt, mein Kollege hier hat es mir ja gesagt in den Vorberichten, dass der natürlich fürs Team sehr wichtig ist. Aber von den Toren her war die Prediction richtig im Vergleich mit Terodde so ein bisschen. Am Ende des Tages, wie jetzt auch rund um den Spieltag öfter mal gesagt, Respekt auch an Bielefeld. Sehr, sehr cool, haben sich drin gehalten. Hätten uns nicht unbedingt schlagen müssen am letzten Spieltag noch, aber haben sich drin gehalten. Auf Platz 15 bleiben auch in Liga erhalten. Das heißt, beide Aufsteiger bleiben auch nächste Saison erstklassig. Sehr, sehr geile Aktion. Ja, und damit war es das von der Reaction auf meine Prediction. Ich werde sehr sicher noch eine machen, dann, wenn es in die neue Saison geht. Sehr gerne mal runter in die Kommentare damit, was ihr so prediktet habt vor der Saison und was oder was bei euch quasi die krachendsten Fehlpredictions waren vor der Saison oder was ihr überhaupt nicht hättet kommen sehen. Sehr gerne rein damit in die Kommentare. Saison ist vorbei. Ich habe hier, glaube ich, im Schnitt habe es mal ausgerechnet, ich glaube 2,77 Plätze lag ich im Schnitt pro Verein daneben von den 18 Predictions, quasi den 18 Clubs in der Tabelle. Geht, glaube ich, in Ordnung. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.